Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Ja, ihr hört richtig, der Sommer kommt. Schon heute erwartet uns verbreitet blauer Himmel und Temperaturen von über... Ja? Oh, Entschuldigung, ich höre gerade, das war die Vorhersage vom vergangenen Jahr. Und dieses Jahr sieht es anders aus. Der Kollege sagt mir, ich hätte hier die Karte mit der Vorhersage. Ja, das will keiner hören, was uns da in den nächsten Tagen erwartet. In den nächsten Tagen bis zur Wochenmitte, da haben wir es nämlich mit wildem Streuselkuchwetter zu tun. Das heißt, die Tage, die beginnen noch meist ruhig. In der Südwesthälfte, da sind allerdings auch vormittags schon einzelne Schauer unterwegs. Aber so richtig los geht's erst am späten Vormittag und im Verlauf des Nachmittags. Dann steigt die Maisonne nämlich immer höher. Ja, und die aufsteigende Maisonne, die erwärmt den Boden ein wenig und die Luft steigt hoch und dann bilden sich die charakteristischen Schauer und Gewitter. Aber die Maisonne, die hat auch einen Vorteil, denn die reißt auch blaue Lücken in die dichten Wolken, sodass immer mal wieder die Sonne rauskommt, aber der nächste Regenguss, der ist nicht weit. Tendenziell bleibt es im Osten am trockensten, das heißt, da sind die Schauer am seltensten. Deswegen geht es mit den Temperaturen dort auch am höchsten. Rund um Berlin bis Wochenmitte Temperaturen um die 18 Grad. Ansonsten reicht es meist kaum für 15 Grad. Ja, noch einen weiteren Punkt, den wir uns angucken müssen bis Wochenmitte, das ist das Thema Wind. Besonders in der Südhälfte, da weht der nämlich ziemlich kräftig, zeitweise auch stürmisch. Im Verlauf der Woche lässt der Wind aber auch dort nach. Nichtsdestotrotz, Frühlingsgefühle kommen besonders dort mit dem Wind überhaupt gar nicht erst auf. Ja, und zum Donnerstag, da beruhigt sich das Wetter dann langsam ein bisschen. Dann drückt nämlich ein kleines Zwischenhoch rein und die trockenen Abschnitte und die freundlichen Abschnitte, die werden etwas länger. Wenn wir jetzt mal Richtung Pfingsten blicken, dann sieht das Ganze allerdings schon wieder düster aus. Da rauscht nämlich schon das nächste Tief heran, dass uns das Pfingstwochenende so ziemlich vermiesen wird. Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, als ob der Pfingstmontag wahrscheinlich noch der trockenste Tag sein wird. Ja, aber es ist noch lange hin und müssen wir noch ein bisschen abwarten, was bis dahin passiert. So, und jetzt komme ich noch mit einer Floskel. Die Natur, die braucht den Regen. Aber sind wir doch mal ehrlich, die wollen wir doch alle überhaupt gar nicht mehr hören. Wir sind doch total untersommert und wir sind auch schon mit wenig zufrieden. Wenn doch wenigstens mal die Sonne scheinen würde, es trocken bleiben würde und das Thermometer irgendwo Werte zwischen 20 und 25 Grad anzeigen würde, dann wären wir doch echt zufrieden. Schauen wir uns doch mal nach dem Prinzip Hoffnung an, wann das in der nächsten Zeit überhaupt möglich ist. Zum einen, ich hatte es ja schon erwähnt, drückt am Donnerstag und Freitag so ein kleines Zwischenhoch rein, sodass zumindest am Freitag im Süden und im Osten längere trockene Abschnitte dabei sind und das Thermometer dann auch mal Temperaturen von 20 Grad oder knapp darüber anzeigen kann. Der große Frühling oder gar Frühsommer ist das aber nicht, weil auch da wird es am Wochenende wieder kälter, weil das neue Tief reindrückt. Und wenn wir jetzt mehr Hoffnung haben wollen, dann müssen wir schon deutlich weiter in die Zukunft schauen, nämlich nach Pfingsten. Nach Pfingsten ist nach derzeitigem Stand der Berechnung wirklich noch alles drin. Es ist möglich, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist, nämlich uselig, windig, ja, und schaurig und auch für die Jahreszeit ziemlich kühl. Es besteht aber auch Grund zur Hoffnung, dass die Temperaturen nach Pfingsten Stück für Stück ansteigen und auch mal wirklich längere trockene Phasen dabei sind. Und damit wären wir doch schon ernsthaft zufrieden, denn das, was wir jetzt haben, sind wir doch mal ganz ehrlich, das wollen die allerwenigsten. Ja, wann ihr euch auf den nächsten schwachen Schauer einstellen müsst, das erfahrt ihr natürlich auf wetteronline.de oder mit unserer Wetteronline-App. In diesem Sinne, macht das Beste aus dem useligen, ja, und ihr seht's ja, zeitweise auch ziemlich nassen Maiwetter. Ich bin Björn Goldhausen von Wetteronline.